Das Wandern ist des Ivos Lust. Ich gehe gerne, weil ich mag diese endlose Blick, wenn man dann hier mal herkommt. Den Blick schweifen lassen, das geht am besten, wenn man oben steht. Die Freiheit, was man sehen, dass man nicht begrenzt. Und das ist ja für mich auch dann ganz, ganz schön. Wir sind dort, wo er das findet, was ihn auszeichnet. Ruhe. Vor den Toren Wiens, oberhalb von Gieshübel. Weit weg vom Trubel der Stadt und vom Fußball treffen wir einen entspannten Ivica Vastić. Machen gemütlich. Wie viel ist gemütlich, da geht's. Oh, geht's, ja. Holz ist immer gut. Am Motto war immer, in Ruhe liegt die Kraft. Und bin ich darum immer gerne hier zum Spazieren auf diesem wunderschönen Platz. Der Rhythmus hier deutlich treibender. Sein Team aber beschert ihm jede Menge Freude zurzeit. Endlich trägt seine Arbeit Früchte. Vergessen die recht unentspannte Zeit vergangene Saison. Jetzt natürlich angenehm, das alles zum Beobachten, ein Teil von dem zum Sein. Und diese Entwicklung, dass er das alles so positive Entwicklung genommen hat. Wer gerne in die endlose Weite schaut, muss weit nach oben. Ivica Vastić ist noch lange nicht am Ziel. Wenn wir weiter so spielen und wenn wir das bestätigen können, diese Leistungen, und wenn wir mit unseren Leistungen verdienen, auch aufzusteigen, wir werden sicher nicht Nein sagen. Und jetzt? Für mich auf jeden Fall nicht. Wird nicht ganz einfaches Spiel sein. Die Rückkehr. Jetzt komme ich auch ein bisschen mit murmeligem Gefühl wieder in die Stadion, zu dem Verein, zu den Fans. Das Wiedersehen mit Karl Daxbacher. Er ist ein Top-Trainer in Österreich. Und es ist auch immer gut, sich auch zu messen gegen Top-Trainer. Ivica Vastić. Es wird ein emotionaler Abend auf der Google für ihn. Für den, der hier noch immer Heldenstatus genießt.